Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Folge 17 und Schluss. Was bisher geschah. Chariklia und Theagenes sind in Äthiopien gelandet. Chariklia ist von ihren Eltern, dem Königspaar Hydaspes und Persinna, als Tochter anerkannt worden. Das Volk hat großmütig darauf verzichtet, dass Chariklia dem Sieg zum Opfer gebracht werden müsse. Nur das Schicksal von Theagenes ist noch ungewiss. Doch bevor darüber entschieden wird, ist eine große Siegesfeier im Gange. Als fast alle Gesandtschaften empfangen und vom König mit gleich wertvollen oder meist noch reicheren Geschenken verabschiedet worden waren, erschien als letzte die Abordnung der Auxomiten, die nicht abgabenpflichtig waren, aber in einem Freundschaft- und Bündnisverhältnis zum König standen. Als Ausdruck ihrer Freude über den errungenen Sieg brachten auch sie Geschenke, unter anderem ein Tier von merkwürdigem Aussehen und wunderbarem Wesen. Es hatte etwa die Größe eines Kamels. Sein bunt geflecktes Fell glich in Farbe und Zeichnung dem des Panthers. Der Hinterkörper war von den Weichen an niedrig und hatte den Bau eines Löwen. Der Vorderkörper, Schultern, Vorderfüße und Brust hatten eine Größe, die zu den übrigen Gliedmaßen in keinem Verhältnis stand. Der Hals war schlank und erhob sich wie bei einem Schwane hoch über den übrigen Körper. Der Kopf ähnelte der Form nach dem des Kamels und hatte mehr als die doppelte Größe des Kopfes des libyschen Straußes. Die bunt gezeichneten Augen blickten wild umher. Auch der Gang war seltsam und ganz verschieden von dem aller Land- und Wassertiere. Es bewegte die Beine nicht wechselweise und eins nach dem anderen vorwärts, sondern trat immer gleichzeitig mit dem rechten und dann mit dem linken Paar auf, so dass sich bei jedem Schritt die eine Seite über die andere erhob. Schleppend in der Bewegung war es so zahm, dass der Wärter es an einem ganz dünnen Strick, den er ihm um den Kopf geschlungen hatte, nach seinem Willen lenkte. Es ging in der gleichen Folgsamkeit hinter ihm her, wie wenn es von unzerreißbaren Fesseln gehalten wäre. Dieses Tier setzte das ganze Volk in Erstaunen und erhielt nach seinen auffallendsten körperlichen Eigenschaften sofort den Namen Kamelpanther. Unmittelbar darauf rief es große Aufregung hervor. Es geschah Folgendes. Vor dem Altar der Selene standen zwei Stiere, vor dem des Helios ein Gespann von vier Schimmeln bereit für die Opferung. Der Anblick des seltsamen fremden Tieres, das sie nie zuvor gesehen hatten, erschreckte sie wie eine Gespenstererscheinung. In der Angst zerrissen sie die Stricke, an denen die Wärter sie festhielten. Einer der Stiere, anscheinend hatte er allein das Tier bemerkt, und zwei von den Pferden rasten in unaufhaltsamer Flucht davon. Da sie den bewaffneten Ring, den die Mauer der Soldaten mit Schilden bildete, nicht zu durchbrechen vermochten, rannten sie ziellos und wild mitten auf dem Platze herum und warfen alles, was ihnen in den Weg kam, Gegenstände wie Lebewesen, über den Haufen. Darüber erhob sich ein gewaltiges Geschrei. Die einen schrien vor Angst, wenn die Tiere ihnen nahe kamen, die anderen brüllten vor Vergnügen, wenn sie auf jene losrasten und die Leute übereinander fielen. Auch Persinna und Chariklia konnten nicht ruhig im Zelte bleiben. Sie schoben den Vorhang etwas zurück, um zu sehen, was vorging. Da bemerkte Theagenes, dass seine Wächter in der allgemeinen Unruhe sich entfernt hatten und, mochte ihn nun sein Mut hinreißen oder ein Gott ihn anspornen, er erhob sich von dem Altar, vor dem er in unmittelbarer Erwartung der Opferung gekniet hatte, ergriff ein auf dem Altar liegendes Holzscheit,
packte eines der Pferde, das nicht davongelaufen war, sprang auf seinen Rücken, hielt es fest an der Mähne wie an einem Zügel, spornte es mit den Fersen an, schlug es mit dem Holzstück statt der Peitsche und jagte es hinter dem flüchtenden Stier her. Anfangs glaubten die Leute, Diogenes wolle fliehen, und einer rief dem anderen zu, ihn nicht die militärische Absperrung durchbrechen zu lassen. Im weiteren Verlauf sahen sie aber, dass ihre Vermutung falsch war und er weder Fluchtabsichten noch Angst um sein Leben hatte. Denn als er den Stier rasch eingeholt hatte, trieb er ihn eine Weile vor sich her, indem er ihn durch Schläge reizte und zu größerer Schnelligkeit antrieb. Jeder seiner Bewegungen folgte und seinen Wendungen und Angriffen geschickt auswich. Als er ihn an seinen Anblick und seine Begleitung gewöhnt hatte, ritt er neben ihm her, Seite an Seite, so dass Schweiß und Atem der Tiere sich mischten. Er stimmte das Tempo so ab, dass die Köpfe beider Tiere den Zuschauern aus der Ferne wie zusammengewachsen erschienen. Nun war alles voll Begeisterung über die Geschicklichkeit des Diogenes, der mit dieser seltsamen Koppelung von Pferd und Stier fertig wurde. So hingerissen war die Menge von ihm, dass Chariklia ihn nur zitternd und bebend mit den Augen verfolgen konnte. Sie konnte sich nicht erklären, worauf das hinaus wollte, und fürchtete einen Sturz. Es war nicht auszudenken, ihn verletzt zu sehen, das war ihr, als ginge es um ihr eigenes Leben. »Was hast du nur, mein Kind?« fragte Persinna, der ihr Angst nicht entging. »Du scheinst an der gefährlichen Lage des Fremden starken Anteil zu nehmen. Auch ich bin besorgt und habe Mitleid mit seiner Jugend. Ich möchte wünschen, dass er der Gefahr entgeht und für das Opfer erhalten bleibt, damit wir unsere Pflicht gegen die Götter nicht ganz vergessen. Wie kannst du nur so etwas wünschen, liebe Mutter?« erwiderte Chariklia, dass er nicht sterbe, um ihn dann doch sterben zu sehen. Wenn es dir möglich ist, rette den jungen Menschen mir zuliebe. Das ist unmöglich, erwiderte Persinna, die nicht den wahren Grund, sondern eine verliebte Laune ihrer Tochter vermutete. Was verbindet dich denn mit dem jungen Mann, dass du dich so um ihn sorgst? Vertraue dich nur deiner Mutter an, auch wenn es sich um eine jugendliche Verirrung handelt und um etwas, das sich für ein junges Mädchen eigentlich nicht schickt. Eine Mutter hat Verständnis für so etwas und eine Frau besitzt Gefühl für weibliche Schwächen. Da brach Chariklia in Tränen aus. Auch das noch zu allem Unheil, rief sie, dass ich selbst von den Verständigen nicht verstanden werde. Und wenn ich mein Leid klage, kein Gehör finde. So bin ich gezwungen, ein offenes und unverhülltes Geständnis abzulegen. So sprach sie und war entschlossen, die Wahrheit zu sagen, als ein erneutes Geschrei der Menge sie daran hinderte. Theagenes hatte sein Pferd zu äußerster Schnelligkeit angespornt, sodass es mit der Brust ein Stück vor dem Kopf des Stieres lag. Dann ließ er das Pferd los, schwang sich hinüber und sprang dem Stier in den Nacken. Das Gesicht zwischen die Hörner gelegt, umschlang er den Kopf fest mit den Armen, indem er die Finger über der Stirn zu einem Knoten verschlang. Seinen Körper ließ er an der rechten Seite des Tieres schwebend herabhängen und mitschleppen, wobei er von den Sprüngen eine Zeit lang immer wieder emporgeschwungen wurde. Als er merkte, wie dem Tier unter der Last der Atem ausging und seine Kräfte vor Überanstrengung nachließen, schwang er, als er an der Stelle vorbeikam, an der Hydaspes saß, seine Beine nach vorn vor die Schenkel des Tieres und trat ihm unaufhörlich gegen die Klauen, um es im Lauf zu hemmen. So in der Bewegung gehindert und von der Kraft des jungen Mannes niedergezwungen,
brach der Stier in die Knie und, mit dem Kopf heftig auf den Boden aufschlagend, überschlug er sich und lag der Länge nach auf Schultern und Rücken. Dabei bohrten sich seine Hörner in die Erde, dass er wie festgewurzelt den Kopf nicht zu bewegen vermochte und wirkungslos mit den Beinen in die Luft schlug, voll Wut über die Niederlage. Theagenes lag auf ihm und benutzte die linke Hand, um ihn niederzudrücken, während er die rechte emporhob und lebhaft winkte. Mit frohem Gesicht sah er auf Hydaspes und die Menge, als wolle er sie durch sein Lachen auffordern, sich mit ihm zu freuen, während das Brüllen des Stieres wie eine Trompete seinen Sieg verkündete. Das Volk antwortete ihm mit einem Geschrei, in dem nicht etwa einzelne, verständliche Beifallsrufe zu unterscheiden waren. Es war wie ein einziger Schrei der Tausende aus einer einzigen Kehle, der lang gehalten zum Himmel emporstieg. Auf Geheiß des Königs liefen Diener herbei, von denen die einen Theagenes aufrichteten und vor Hydaspes führten, die anderen dem Stier Stricke um die Hörner schlangen, ihn erschöpft und widerstandslos wegschleppten und mit dem gleichfalls eingefangenen Pferd wieder neben dem Altar festmachten. Hydaspes wollte gerade das Wort an Theagenes richten und sich mit ihm befassen, als das Volk erneut seine Stimme erhob, sowohl aus Begeisterung für den jungen Mann, für den es von Anfang an Sympathie empfunden hatte, wie in Bewunderung seiner Kräfte. Namentlich aber war es gegen den äthiopischen Kraftkerl des Meroebos gereizt. »Der soll es mit dem Mann des Meroebos aufnehmen«, riefen alle einmütig. »Der den Elefanten bekommen hat, soll mit dem Bezwinger des Stiers kämpfen.« Sie ließen keine Ruhe, bis Hydaspes seine Einwilligung gab und der Äthiopier in die Mitte des Platzes gebracht wurde. Er blickte anmaßend und überlegen um sich, schritt langsam und gemessen umher und stellte sich breit mit gekreuzten Armen in Positur und blieb bei dem königlichen Zelte stehen. Hydaspes wandte sich an Theagenes und sagte zu ihm in griechischer Sprache: »Fremder, du musst mit diesem Manne kämpfen, das Volk verlangt es.« »Was du willst, soll geschehen«, erwiderte Theagenes, »doch auf welche Art soll der Kampf ausgetragen werden?« »Durch Ringkampf«, antwortete Hydaspes. »Warum nicht lieber mit Schwert und voller Rüstung«, erwiderte er, »um Chariklia, die für mich kein Wort mehr übrig oder mich vielleicht bereits aufgegeben hat, durch meinen Sieg oder meine Niederlage zu rühmen?« »Was hat der Name Chariklia mit der Angelegenheit zu tun?«, fragte Hydaspes. »Doch wirst du das selbst wissen. Jedenfalls kommt jetzt nur ein Ringkampf und nicht ein Kampf mit der Waffe in Frage, denn es geht nicht an, dass vor dem Opfer Blut vergossen wird.« Theagenes begriff Hydaspes Befürchtung, er könne vor der Opferung getötet werden. »Du tust gut daran«, erwiderte er, »mich den Göttern aufzusparen, die für mich sorgen werden.« Er nahm Staub von der Erde auf, streute ihn über Schultern und Arme, die von dem Stierkampfschweiß nass waren, schüttelte ab, was nicht haften blieb, stemmte mit vorgestreckten Armen die Füße fest auf den Boden und erwartete mit eingebogenen Kniekehlen, gekrümmten Schultern und Rücken, den Kopf etwas zur Seite geneigt, den Leib eingezogen, gespannt den Angriff des Gegners. Der Äthiopier maß ihn mit ironischem Lächeln und gab durch höhnische Blicke seiner Geringschätzung des Gegners Ausdruck. Plötzlich sprang er auf ihn los und versetzte Theagenes mit dem Arm wie mit einem Hebel einen Schlag in den Nacken, dass es weithin zu hören war. Er war sehr stolz darauf und lachte blöde. Theagenes, von Jugend auf in der Ringschule trainiert und mit allen Feinheiten der Kunst des Hermes vertraut, nahm sich vor, sich anfangs zurückzuhalten und, um die Stärke des Gegners auszuproben,
sich nicht sofort auf einen Kampf mit dem überlegenen, tierischen Koloss einzulassen, sondern die plumpe Gewalt durch überlegenes Können zu überlisten. Obwohl ihn der Schlag kaum erschüttert hatte, tat er, als ob die Schmerzen heftiger wären, als er sie tatsächlich verspürte, und gab auch die andere Seite des Nackens frei. Als der Äthiopier sofort erneut zuschlug, sackte er absichtlich zusammen, und es hatte fast den Anschein, als falle er aufs Gesicht. Der Äthiopier hielt ihn für erledigt. Voll Selbstbewusstsein, ohne jede Vorsicht, näherte er sich ihm zum dritten Mal und wollte eben mit dem erhobenen Arm einen Schlag ausholen. Da bückte sich Diogenes blitzschnell, um dem Hieb auszuweichen, unterlief ihn unerwartet, schlug mit der rechten die linke des Gegners zur Seite und riss ihn, da der ins Leere geführte Schlag ihn schwankend machte, zu Boden. Gleichzeitig schlüpfte er unter seine Achsel hindurch, presste den Leib gegen seinen Rücken, schlang die Hände fest um seinen dicken Bauch, trat ihm unausgesetzt mit den Fersen gegen die Fußknöchel und zwang ihn mit aller Gewalt auf die Knie. Mit den Beinen seine Füße festhaltend, presste er ihm die Schenkel in die Weichen, riss ihm die Hände weg, auf die er seinen Oberkörper stützte, bog sie über die Schultern auf den Rücken und zwang ihn der Länge nach platt auf den Bauch. Da brüllte ihm das Volk wie aus einem Munde Beifall, tosender noch als vorher. Auch der König konnte sich nicht mehr halten, er sprang von seinem Thronsessel auf. Unseliger Zwang, rief er, was ist das für ein Mann, den das Gesetz als Opfer fordert? Er rief ihn zu sich heran. Junger Mann, sprach er, nach dem Brauch steht dir auch für die Opferung ein Kranz zu. Nun sollst du ihn für den glänzenden, wenn auch zwecklos errungenen Sieg erhalten. Da ich dich, so gern ich es möchte, vor dem drohenden Schicksal nicht retten kann, so will ich dir wenigstens das gewähren, was in meiner Macht steht. Wenn es also etwas gibt, womit ich dir einen Gefallen tun kann, solange du noch lebst, so fordere es von mir. Damit setzte er Theagenes sein goldenes, edelsteingeschmücktes Diadem auf. Es blieb nicht unbemerkt, dass ihm dabei Tränen in die Augen traten. »Dann will ich eine Bitte aussprechen«, erwiderte Theagenes, »und hoffe, du wirst dein Versprechen halten. Wenn es gar keine Möglichkeit für mich gibt, der Opferung zu entgehen, so befiehl wenigstens, dass ich durch die Hand deiner wiedergefundenen Tochter geopfert werde.« Diese Forderung überraschte Hydaspes, der sich an das gleiche Verlangen Chariklias erinnerte. Doch da die Zeit drängte, kam er nicht dazu, weiter darüber nachzudenken. »Fremder«, erwiderte er, »was in meiner Macht steht, durftest du erbitten, und die Erfüllung dieser Bitte habe ich dir zugesagt. Das Gesetz verlangt aber ausdrücklich, dass eine verheiratete Frau, nicht eine Jungfrau, das Opfer vollzieht.« »Aber sie hat ja einen Mann«, rief Diogenes. »Das ist das Gerede eines Geistesgestörten«, sagte Hydaspes, »eines Menschen, der sich dem Tode gegenüber sieht. Dass das Mädchen noch nichts von Ehe und einem Manne weiß, hat die Feuerprobe bewiesen. Du müsstest gerade auf Meroebos anspielen, obwohl ich nicht weiß, woher du ihn kennst. Übrigens ist er noch nicht ihr Mann.« »Ich habe ihn erst zu ihrem Verlobten bestimmt.« »Und wird auch nicht, kannst du hinzufügen, ihr Mann werden«, erwiderte Theagenes, »soweit ich Chariklias Gefühle kenne und meine Voraussage als die eines weissagenden Opfers Glauben verdient.« »Aber, mein Lieber«, mischte sich Meroebos ein, »nicht die Lebenden, sondern erst die geschlachteten und aufgeschnittenen Opfertiere ermöglichen durch die Eingeweide den Priestern einen Blick in die Zukunft. Du hast ganz recht, lieber Vater, dieser Mann redet angesichts des Todes irre. Man führt ihn also jetzt, wie du befiehlst, zum Altar
Und wenn du alles Notwendige angeordnet hast, lass mit der Opferung anfangen. Als Diogenes an den Bestimmungsort gebracht wurde, befiel Chariklia, die bei seinem Siege etwas aufgeatmet und auf eine Wendung zum Guten gehofft hatte, von neuem tiefe Verzweiflung. Persinna sprach ihr Trost zu. »Vielleicht kann man dem jungen Manne nach noch das Leben retten«, sagte sie, »wenn du dich entschließest, mir nun in aller Offenheit alles zu sagen.« Chariklia sah, dass die Zeit keinen längeren Aufschub duldete und war gezwungen, nunmehr auf das zu kommen, was jetzt die Umstände erforderten. Inzwischen fragte Hydaspes den Zeremonienmeister, ob noch weitere Gesandte zu empfangen wären. »Nur noch die von Syene, mein König«, meldete Hermonias. »Sie bringen Geschenke und einen Briefen des Orondates und sind eben eingetroffen.« »Lass sie kommen«, befahl Hydaspes. Die Gesandten traten vor und überreichten das Schreiben. Der König entrollte es und las. Es hatte folgenden Wortlaut: »An Hydaspes, den gütigen und glücklichen König der Äthiopier, Orondates, Statthalter des Großkönigs. Da du mich mit den Waffen und noch mehr durch Großmut besiegt und mir die ganze Statthalterschaft aus freien Stücken überlassen hast, würde es mich nicht wundern, wenn du mir noch eine kleine Bitte erfülltest. Ein junges Mädchen, das von Memphis zu mir geschickt wurde, ist ein Opfer der Kriegsereignisse geworden. Sie ist auf deinen Befehl als Gefangene nach Äthiopien gebracht worden, wie ich von ihren Begleitern erfahren habe, die damals der Gefahr entronnen sind. Ich bitte sie, freizugeben und mir als Geschenk zu überlassen. Erstens, weil ich ihr selbst wohl will, noch mehr aber, weil ich sie ihrem Vater zuzuführen wünsche, der auf der Suche nach seiner Tochter durch die ganze Welt geirrt ist und in Elefantine durch die Kriegsereignisse überrascht wurde. Dort fiel er mir auf, als ich mir die Überlebenden ansah, und er mich bat, ihn zu dir, dem großmütigen Herrscher, zu schicken. Er befindet sich unter den Mitgliedern der Gesandtschaft und ist ein Mann, der durch seine ganze Art seine vornehme Herkunft beweist und schon durch seine Erscheinung Achtung einflößt. Schicke mein König in guter Dinge wieder zurück, da er ihr Vater nicht nur dem Namen nach, sondern auch in Wirklichkeit ist.« Als Hydaspes das gelesen hatte, fragte er, wer von den Erschienenen der Mann sei, der seine Tochter suche. Als man auf einen Greis wies, redete er ihn an: »Ich bin bereit, Fremder, jedem Wunsch des Orondates zu entsprechen, aber ich ließ nur 10 gefangene Mädchen hierher bringen. Da sich von einer bereits herausgestellt hat, dass sie deine Tochter nicht sein kann, so sieh dir die anderen an und nimm die richtige, wenn du sie findest, mit dir.« Der alte Mann fiel auf die Knie und küsste die Füße des Königs. Die Mädchen wurden herbeigebracht. Er sah sie alle an. Die Gesuchte war nicht darunter. Tief traurig sagte er: »Mein König, es ist keine von ihnen.« »Meinen guten Willen hast du gesehen«, erwiderte Hydaspes. »Du musst also das Schicksal anklagen, wenn du die nicht finden kannst, die du suchst. Denn dass keine andere außer diesen hergebracht wurde, noch sich hier im Lager befindet, davon kannst du dich durch Augenschein überzeugen.« Der alte Mann schlug die Hände vors Gesicht und brach in Tränen aus. Als er wieder aufsah und die Menge im Umkreis musterte, stürzte er plötzlich wie wahnsinnig davon. Bei den Altären angelangt, rollte er den Gurt des abgetragenen Mantels, den er trug, zu einem Strick zusammen, schlang ihn dem Diogenes um den Hals und schleppte ihn mit sich fort. »Habe ich dich, du Schuft!« schrie er mit lauter Stimme. »Habe ich dich, du Mörder und Verbrecher!« Obwohl die Wachen ihn fast aufzuhalten und Diogenes wegzureißen suchten, hielt er ihn fest, als wären sie zusammengewachsen, und schleppte ihn bis vor die Augen des Hydaspes und der Mitglieder seines Rates. »König«, rief er, »das ist der Schurke,
der meine Tochter entführt hat, der Mensch, der mein Haus kinderlos und einsam gemacht, der mein Ein und Alles mitten aus dem pythischen Heiligtum geraubt hat und jetzt wie ein Unschuldiger an den Altären eurer Götter hockt. Der Auftritt erregte ungeheures Aufsehen. Die einen verstanden seine Worte, die anderen konnten sich das alles gar nicht erklären. Als Hydaspes den alten Orf forderte, deutlicher zu sagen, was er eigentlich wolle, verschwieg er, es war natürlich Chariklis, die wahre Herkunft Chariklias, denn er fürchtete, mit ihren richtigen Eltern in Ungelegenheiten zu geraten, falls sie sich auf der Flucht etwas habe zu Schulden kommen lassen. Er gab eine kurze Darstellung der Dinge, die ihm nicht zum Nachteil gereichen konnte. »Ich hatte eine Tochter, mein König«, sagte er, »von einem Charakter, von einer Schönheit. Nur wenn ihr sie selbst gesehen hättet, würdet ihr es mir glauben. Kein Wort, das ich darüber sage, ist zu viel.« Sie war noch Jungfrau und Priesterin der Artemis von Delphi. Sie hat dieser feine junge Mann, ein Thessalier, der als Führer einer Festgesandtschaft, um einem alten Brauch Genüge zu tun, in meine Vaterstadt Delphi gekommen war, aus dem heiligen Innenbezirk, dem Apollotempel, selbst entführt. Ein Verbrechen, das auch euch trifft, hat er doch damit euren eigenen Stammesgott Apollo, es ist ja der gleiche Gott wie Helios, und sein Heiligtum entweiht. Als Helfershelfer bei diesem Verbrechen hat ihm ein angeblicher Priester aus Memphis beigestanden. Als ich nach Thessalien kam und von seinen Landsleuten, den Euteern, seine Auslieferung verlangte, konnte ich ihn nirgends ausfindig machen, obwohl sie mir ihn, wenn ich seiner habhaft würde, als gottlosen Verbrecher zum Vollzug der Todesstrafe freigeben. Ich vermutete also, dass er mit jenen Kalasiris nach Memphis geflüchtet sei. Dort angekommen fand ich Kalasiris, wie er es verdiente, bereits tot. Von seinem Sohne Thiamis erfuhr ich alle Einzelheiten über das Schicksal meiner Tochter, unter anderem, dass man sie zu Orondates nach Syene geschickt hatte. In Syene, auch dahin bin ich gekommen, erreichte ich Orondates nicht, in Elephantine aber wurde ich dann vom Kriege überrascht. Nun bin ich hierher gekommen, als Bittsteller, wie du es in dem Schreiben gelesen hast. Den Entführer hast du in deiner Hand. Lass meine Tochter suchen. Du würdest einem Unglücklichen eine Gnade erweisen, und für dich selbst wäre es kein Nachteil, wenn der Statthalter sieht, welche Bedeutung du seiner Fürsprache beilegst. Er schwieg. Tränen standen ihm in den Augen. Hydaspes wandte sich an Theagenes. »Was hast du darauf zu entgegnen?« fragte er. »Seine Anklage ist berechtigt«, antwortete dieser. »Ich habe an ihm wie an Dieb und Räuber gewalttätig und ungerecht gehandelt, aber euch habe ich nur Gutes getan.« »Gib also heraus, was dir nicht gehört«, befahl Hydaspes, »und weil du schon den Göttern versprochen bist, wirst du einen ehrenhaften Opfertod und nicht die schmachvolle Todesstrafe eines Verbrechers erleiden.« »Nicht wer den Raub begangen hat«, erwiderte Theagenes, »sondern wer das geraubte Gut besitzt, ist zur Herausgabe verpflichtet. Der Besitzer bist du. Liefere ihm also, wenn er nicht selbst zugibt, dass sie deine Tochter ist, Chariklia aus.« Jetzt konnte niemand mehr ruhig bleiben. Ein allgemeiner Tumult brach los. Da stürzte Sisymmetris, der sich bis dahin beherrscht hatte, er hatte längst die Reden und Vorgänge in ihrer Bedeutung begriffen, aber noch gewartet, bis die volle Wahrheit sich siegreich durchsetzte, auf Chariklis zu und schloss ihn in seine Arme. »Sie ist gerettet, deine vorgebliche, dir damals von mir anvertraute Tochter, jetzt die richtige, wiedergefundene Tochter der dir bekannten Eltern.«
Auch Chariklia stürzte aus dem Zelt, und alle mädchenhafte Scheu vergessend, warf sie sich Chariklis leidenschaftlich zu Füßen. »Väterchen«, rief sie, »du, den ich nicht weniger verehre als meine richtigen Eltern, bestrafe mich, wie du willst, als unfolgsames Kind, das seinen Vater auf dem Gewissen hat. Und wenn einer sagt, dass es Wille und Fügung der Götter gewesen sei, was ich getan habe, so höre nicht darauf.« Persina ihrerseits umarmte Hydaspes. »Glaube mir, mein Gatte«, rief sie, »dass sich alles so verhält. Sei versichert, dieser junge Mann, dieser Grieche, ist wahrhaftig der Verlobte unserer Tochter. Sie hat es mir soeben, wenn auch mit Überwindung, gestanden.« Das Volk seinerseits sprang jubelnd und vor Freude tanzend umher. Ganz gleich welchen Alters und Standes, alle waren glücklich über die Wendung der Ereignisse. Obwohl sie das meiste von dem, was gesprochen wurde, nicht verstanden hatten, errieten sie die Zusammenhänge aus dem, was ihnen schon von Chariklia bekannt war, oder der Wille der Götter, der so wunderbar den Knoten gelöst, ließ sie die Wahrheit erkennen. Hatte er doch die stärksten Gegensätze miteinander ausgesöhnt, Freude und Leid vereint, Lachen und Weinen vermischt und tiefstes Unglück in ausgelassenen Jubel verwandelt. Man lachte unter Tränen, freute sich unter Bekümmerten, fand, was man nicht gesucht und verlor, was man gefunden zu haben glaubte. Schließlich verwandelte sich auch das unerwartete Blutvergießen in fromme Opferhandlung. Denn als sich Hydaspes an Sisymmetris mit der Frage wandte, »Was sollen wir tun, weiser Mann? Den Göttern das Opfer vorzuenthalten wäre unfromm. Die zu töten, welche sie uns geschenkt haben, wäre Sünde. Wir müssen nachdenken, was man tun soll.« Da erwiderte Sisymmetris nicht in griechischer, sondern damit ihnen alle verständen, in äthiopischer Sprache. »Mein König, über große Freude scheint auch den klügsten Menschen die klare Vernunft zu trüben. Sonst hättest du schon längst begriffen, dass den Göttern das angebotene Schlachtopfer unerwünscht ist. Haben sie doch dich, die überglückliche Chariklia, unmittelbar vor dem Altar als deine Tochter erkennen lassen, ihren Pflegevater wie durch ein Wunder mitten aus Griechenland hierher geschickt, ferner Unruhe und Durcheinander unter die Pferde und Stiere vor den Altären gebracht und damit zu verstehen gegeben, dass sie diese für so heilig gehaltenen Opferbräuche ablehnen. Als Krönung des Glücks, sozusagen als Höhepunkt des Schauspiels, lassen sie jetzt in diesem jungen Mann den Verlobten deiner Tochter erkennen. So lass uns das wunderbare Walten der Götter verstehen und das Unsrige zur Erfüllung ihres Willens beitragen. Lass uns reinere Opfer darbringen und die Menschenopfer für alle Zukunft beseitigen. Nachdem Sisymmetris mit klarer Stimme und allen vernehmlich gesprochen hatte, fasste Hydaspes Chariklia und Theagenes bei der Hand. »Anwesende«, sagte er und bediente sich gleichfalls der Landessprache, »da nach dem göttlichen Willen sich alles so vollzogen hat, wäre es ein schweres Unrecht, sich zu widersetzen. So erkläre ich angesichts derer, die dies so gefügt haben und vor euch, die ihr ihnen zu gehorchen bereit scheint, dieses Paar durch gesetzliche Ehe verbunden und gestatte ihnen, in ehelicher Gemeinschaft zu leben und Kinder zu zeugen. Wenn es euch recht ist, soll ein Opfer den Beschluss bekräftigen. Lasst uns die heilige Handlung beginnen.« Diese Erklärung jubelte das Heer zu und klatschte in die Hände, als wäre die Ehe schon vollzogen. Hydaspes trat vor den Altar und rief zum Beginn der heiligen Handlung: »Helios und Selene, die ihr über uns herrscht, wenn es euer Willen ist, dass Theagenes und Chariklia einander als Mann und Frau angehören,
so ist ihnen auch erlaubt, sich eurem Dienste zu weihen. Damit nahm er sich und Persinna die Stirnbinde, das Zeichen priesterlicher Würde ab und band die seine, Diagenes, die Persinnas Chariklia um. Chariklis fiel in diesem Augenblick der delphische Orakelspruch ein und er erkannte, dass sich durch die Tat verwirklichte, was die Götter lange vorher mit den Worten prophezeit hatten, die jungen Leute würden nach ihrer Flucht aus Delphi einst erreichen das dunkle Land, das die Sonne durchglüht. Dort dann finden sie reichlichen Lohn für ihr rechtliches Leben, ein weißleuchtendes Band um die schwärzliche Stirn. Als das junge Paar mit den weißen Stirnbinden geschmückt und in das Priesteramt eingesetzt worden war, vollzogen sie selbst das Opfer unter günstigen Vorzeichen. Dann fuhren sie im Schein der Fackeln, beim Klang der Flöten und Pfeifen nach Meroe, Diagenes und Hydaspes auf einem mit Pferden bespannten Wagen, Sisymmetris und Chariklis auf einem zweiten gleicher Art, Chariklia und Persinna auf einem mit weißen Rindern bespannten, begleitet von Jubelrufen, Händeklatschen und Tänzen. Die eigentliche Hochzeit sollte mit noch weit größerem Aufwand in der Stadt gefeiert werden. Damit ist die Geschichte von Diagenes und Chariklia, die ein Mann aus Emesa in Phönizien, aus dem Geschlecht des Helios, der Sohn des Theodosios, Heliodoros, verfasst hat, zu Ende.